Hallo und willkommen hier wieder zu den Yu-Gi-Oh! News, und zwar mehr linke Unterstützung. Und zwar gibt es hier einmal Garbage Collector, Cypress Monster, Level 2 Wind ist wahrscheinlich das rechte Monster hier. Ja, das hat den Effekt, dieser Karten-Effekt kann. Also man kann ihn einmal bei Freezer aktivieren, ja. Und man kann ein anderes Cybermonster, was man kontrolliert, wählen, es auf die Hand zurückschicken, wenn man das tut. Spezialbeschwörung an Cybermonster vom Deck mit dem 10. Level und einen verschiedenen anderen Namen als das Monster, was man in die Hand zurückgeschickt hat. Nicht so schlecht. Immerhin, man hat dann eine Karte mehr. Und Flame Buffalo, der andere, ist ein Level 3 Fire Cyber Effekt Monster mit 1400 Angriff, 200 Verteidigung. Und den Effekt kann man wieder nur einmal aktivieren. Und der Effekt ist. Mit dieser offenen Karte das Feld verliert, man kann ein Cybermonster abwerfen und wenn man das tut, ziehe zwei Karten. Nicht so schlecht. Dann haben wir hier noch Segmental Dragon, Level 7, Licht Cybers Effektmonster, 2600 Angriff, 2400 Verteidigung. Und der erste Effekt ist, man kann ihn als Wahlbeschwörung beschwören, ohne Tribut anzubieten. Nicht so schlecht für ein Level 7. Zweiter Effekt ist, diese Karte, wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschwört wird, mit der oberen Methode wird ihre Angriffsverteidigung halbiert. Ja, das ist immer so, wenn sowas kommt. Und der dritte Effekt ist, einmal per Spielzug, wenn diese Karte als Normalbeschwörung oder gesetzt wird, Quick-Effekt, man kann diese Karte auf einer Karte zerstören und wenn man das tut, zerstört alle Monster in der Main-Monster-Zone des was? In der Main-Monster-Zone, welche den also gleich oder kleiner dieser Karte als ATK sind. Okay, also wenn man normal beschwört, ohne Tribut, sind es 1300 und man kann Monster mit 1300 oder weniger zerstören in der Main-Monster-Zone. Wenn man ihn so irgendwie aufs Feld bekommt durch also nein, man muss ihn dann normal beschwören, also eine Tributbeschwörung macht, kann man 2600 oder weniger von der Main-Monster-Zone wegfegen. Okay, dann haben wir noch Lady Debugger. Level 4 Licht, Cybers Effect Monster mit 1700 Angriff, 1400 Verteidigung. Ja. Effekt kann man wieder nur einmal schlüssig aktivieren, wenn diese Karte als normal oder Spezialbeschwörung beschwören wird. Man kann ein Level 3 oder niedriger Cypress Monster vom Deck in die Hand holen. Ja, immerhin ein Super. Dann Cybernet Storm oder Cynet Storm ist diese Feldzauberkarte. Und mit dem Effekt gelinkte Monster auf dem Feld bekommen 500 Angriff und Verteidigung. Ja, nicht so schlecht. Linkbeschwörungen von linken Monster können nicht annulliert werden. Wow! Und wenn man 2000 oder mehr Kampfschaden bekommt, also als Schaden von einem Kampf oder von einem Karteneffekt bekommt, man kann den Effekt dieser Karte aktivieren. Man kann was? Die verdeckten Karten ins Extra-Deck mischen. Und wenn man das tut, dann deckt die oberste Karte von diesen Karten auf. Und wenn es ein Cybers Link Monster ist, spezialbeschwöre es. Andererseits lege es zurück in die originale Position. Ah, jetzt verstehe ich. Man muss einfach die ganze, das ist ein extra Deck. Also wenn man 2000 Schaden bekommt, egal wie. Dann kann man den Effekt aktivieren, man kann dann sein extra Deck hernehmen, man mischt es, deckt dann die oberste Karte aus und wenn es ein Cybers Link Monster ist, kann man es als Spezialbeschwörung beschwören. Andererseits muss man es halt wieder zurücklegen. Also ist diese Karte sehr gut für Decks, die hauptsächlich aus Cybers Link Monstern besteht, im extra Deck meine ich. Und dann ist nämlich der Effekt immer da. Aber eine extra Deckzone muss sehr frei sein, um es als Spezialbeschwörung schauen zu können, am extra Deck. Gut, dann haben wir noch ein Traffic Ghost.
ein normales Link-Monster sozusagen. Und 1800 Angriff hat einfach nur Link-Zeiger links unten und rechts unten, braucht nur drei Monster. Also mit Gofu ist der auch schon da. Man muss nicht unbedingt die Co-Talker machen. Wäre natürlich besser, aber man hat dann einfach nur einen Link 3 Monster, was drei extra Zonen braucht mit einem anderen Monster hier beschwört, kann dann sofort eine Pendelmechanik oder sowas einbauen und drei Monster vom Extra-Deck auch noch beschwören. Ja, das ist nicht so schlecht. Oder Sündenbock oder irgend sowas. Das ist ja, man kann ja Tokens benutzen für dieses Monster. Und dann haben wir hier noch Lanfolinkus. Licht 2, Link 2 meine ich, Licht, Cybers, Link Monster. 1200 Angriff und. Warte, was oben auch Cybers? Ah ja, jetzt kann man diese Weltzauber gerade gleich benutzen. Okay, links unten, rechts unten braucht nur zwei Monster. Da würde ich aber lieber, obwohl, naja, es ist links unten und rechts unten. Das ist so ein Generik, den kann man überall benutzen. Braucht auch nur zwei Monster. Sehr easy. Sehr easy zu beschwören. Okay, das war's auch wieder von den Yuvienus. Wieder ein paar Haufen Link-Monster. Und ja, ich hoffe, es geht noch weiter. Bis zum nächsten Mal.